Wir haben 4 Singles eingeladen, die sich nicht kennen. Ihre Aufgabe? Küssen statt reden. Ich habe natürlich ein bisschen Angst, dass die Frau sagt, na, den küsse ich nicht. Es ist ziemlich warm gerade und ganz schwitzige Hände. Was ich für ein Küsser bin. Früher hat man mir mal gesagt, ich kann es ganz gut. Absolutes No-Go ist, wenn er gleich die Zunge in den Rachen reinschiebt. Das ist ja, ich finde das so immer eklig. Okay. Entschuldigung. Hallo. Hallo. Ich bin die Josie, hi. Ness. Wie geht's dir? Gut, und dir? Auch. Ich habe insofern schon mal schlechte Erfahrungen damit gemacht, weil ich im Club eine Frau küssen wollte, weil sie mir halt gewisse Signale gegeben hat. Das war dann halt leider nicht so und dann hat sie mir halt eine gewischt. Oh Gott, das sieht doch gut aus. Ich bin ja auch ein sehr offener Typ und ja, da nicht gerade scheu, muss ich ganz ehrlich sagen. Fühlt sich gut an. Der erste Augenblick des Kusses war auf jeden Fall sehr erschüchternd. Also wir wussten beide nicht ganz so, wer jetzt anfangen soll, wer wie führen soll. Und es war sehr, sehr leicht, aber auch sehr zärtlich. Das war gut. Schön. Freut mich. Aber sieht gut aus. Man hat natürlich so ein leichtes Gefühl dabei. Es ist irgendwie auch Adrenalin kommt irgendwie ins Blut und ja, Glücksgefühle und ja, Testosteron schießt natürlich auch ein und man fühlt sich sehr, sehr gut dabei, würde ich sagen. Also direkt beim Küssen empfunden habe ich jetzt so nichts, aber man hat sich halt immer mehr entspannt. Also währenddessen war es schon ziemlich, das Zittern schon ziemlich groß. Ist immer noch da, aber man hat sich vielleicht daran gewöhnt. Ja. Wenn euch das Thema gefallen hat, dann abonniert doch bitte meinen Channel und zwar entweder hier oder hier oder da. Dein erstes Mal, dein erster Orgasmus, Lieblingsstelle, Sexspielzeug, wie viel Sexpartner?